Leute, ich will einen kleinen Müller-Haul machen. Jetzt reicht's. Jetzt mache ich nicht nochmal einen Neustart. So, ja. Ich zeige euch die Sachen, die ich im Kaufverhalten-Video vorher erwähnt habe. Und ich fange an mit diesem Schal. Den habe ich schon länger im Blick gehabt. Und ich habe ihn mir nicht gekauft, weil ich zu geizig war. Jetzt war er um. Lass mich kurz schauen. Er hätte 9,95 gekostet, war aber um 5 Euro reduziert. Also habe ich mir gedacht, nimmst du dir den mal mit? Das ist die Rechnung. Dann habe ich noch einen Schal. Sorry. Der sieht so aus. Das wird ein kurzer Haul werden. Ich warne euch nur mal vor. Ich fand den so cool. Erstes Mal wegen der Lippe da unten. Ich würde den auch cool finden, wenn ich wieder Jeans tragen könnte, wenn ich nicht so dick wäre. Weil den könnte ich mir gut mit Jeans vorstellen. Und da unten, ja, da ist es. Habt ihr einen Lippenstift dran? Und auf der anderen Seite eben eine Lippe. Und der ist riesengroß, also wirklich lang. Und deswegen musste ich den unbedingt haben. Er war auch reduziert, warte jetzt kurz. Der war aber ein bisschen teurer. Der hätte nämlich 16,95 gekostet und war auf 10 Euro reduziert. Also musste ich den natürlich haben. Dann habe ich mir generell noch mehr Socken gekauft. Auch von Scholl habe ich mir welche gekauft. Die habe ich auch schon einmal probiert. Und dann habe ich mir noch welche mitgenommen, wo graue, schwarze und weiße dabei sind. Weil ich die Farben eigentlich am meisten trage. Und die waren auch um 1,50 reduziert. Dann gab es den Essenzabverkauf. Und ich muss sagen, da war ich leider nicht so brav. Aber ich habe nur 4 Sachen gekauft, also kann man mich nicht steinigen. Ich habe nämlich vor, dass ich mir meine Hand peele, aber ich brauche halt so eine Bürste dazu. Weil wenn ich das mit den Händen mache, ist das irgendwie eklig, weil ich dann den ganzen Peeling-Dinger zwischen den Nägeln habe. Deswegen, das hat nur 95 Cent gekostet, habe ich mir eben die 2 genommen. Einmal für die Füße, einmal für die Hände. Jetzt kann ich sie auch endlich verwenden. Und weil die auch reduziert waren, habe ich mir noch die 2 Concealer-Pinsel gekauft von Essence. Weil ich mag die Essence-Pinsel. Und ich bin so pinselwaschvoll. Man sieht es eh, wie die da oben ausschauen. Und da auf der Ecke habe ich noch welche stehen. Ich muss unbedingt Pinsel waschen. Weil ich bin wirklich faul, was das betrifft. Und deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich mir noch 2 Concealer-Pinsel, damit ich mich nicht immer so drängen muss mit dem Waschen. Ich werde das noch hinzufügen. Ich war auch im Tiny Whale drinnen. Das war vor kurzem mit meiner Cousine. Und da habe ich mir auch noch was bei Müller gekauft. Das habe ich jetzt fast vergessen, euch zu zeigen. Zeige ich euch das zuerst. Meine ganzen grünen Kajal sind ausgegangen. Könnt ihr euch das vorstellen? Meine ganzen grünen Kajal sind leer worden. Auch Eyeliner, was ich zumindest gefunden habe, ist alles leer. Ja. Deswegen, bei Müller gab es jetzt auf der Balm 30%. Und ich habe mir den grünen Kajal gekauft. Ja, die heißen Mr. Right Long Lasting Eyeliner Pencil, bla bla bla. Ja, so sieht die Verpackung aus. Die sieht richtig retro aus. Ich finde das von der Balm so cool. Der Kajal kommt so natürlich aus zum Drehen, weil was anderes mag ich ja nicht. Der sieht so aus. Und so. Ich mache euch da mal ein Swatch hin. So sieht er aus. Ich weiß, dass sie es nicht sagen, aber ich mag so einen Grün. Weil ich finde, der hält auch sehr, sehr gut. Der hält wirklich gut. Und das Positive ist, der hat schon einen Anspitzer oben integriert. Also muss ich den nicht mal anspitzen, weil er das von selber macht. Und das finde ich noch besser. Hätte ich fast vergessen, euch zu zeigen. Dann kommen wir zurück zu dem Tiny Whale Sackerl. Ich habe mir den Leggings gekauft, weil ich habe jetzt eine 3/4 mir gekauft vor kurzem beim Müller. Die hätte ich euch auch noch zeigen müssen, aber ich habe sie schon angezogen, deswegen habe ich sie jetzt nicht zum Zeigen da, logischerweise. Aber ich habe da auch schon ein Loch drinnen. Und die war jetzt zwar relativ teuer, die hat 12,99 gekostet, aber die hat hier unten so ein Muster, also ein Muster, die ist offen. Und da steht Unlimited drauf. Und ich fand das so cool. Und das war das einzige drum beim Tiny Whale, das mir gepasst hat, was ich in die Kabine mitgenommen habe. Also habe ich das aus Verzweiflung mitgenommen. Da war ich an dem Tag eigentlich eh relativ brav. Ich war nur mit der Min im Tiny Whale und im Müller, weil sie auch was braucht hat. Und wo waren wir denn noch? Ja, beim TK Maxx, aber dazu kommt dann ein eigener Haul. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich schon wieder böse war und zu viel gekauft habe. Aber es hält sich eigentlich im Rahmen. Ich darf nur nicht vergessen, das aufzuschreiben. Bei meinem Kaufverhalten, was macht mein Hund schon wieder? Achso. Ja. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr euch gekauft habt. Würde mich interessieren. Ich kann kein Deutsch mehr, wirklich nicht. Würde mich interessieren, was ihr euch so gekauft habt in August.
obwohl der ja nicht mehr lange ist. Und dann sehen wir sich im nächsten Video wieder. Bye! Oh, Spooky ist im Hintergrund. Spooky! Sparky! Sparky!